Gegenteil. Und als wollten sie die neuen Grenzen austesten, marschieren militante Demonstranten nach einer friedlich verlaufenden Demo in Richtung Schöneberger Rathaus. Sie suchen die Konfrontation mit der Polizei. Zahlreiche Schaufensterscheiben werden zertrümmert, Geschäfte geplündert. Die Polizeikräfte brauchen lange, bis sie die Lage unter Kontrolle haben. Das gleiche Muster gut zwei Monate später. Gegen den Besuch von US-Außenminister Alexander Haig in Berlin protestieren über 12.000 Menschen. Sie kritisieren die Politik der USA. Im Anschluss an die friedliche Demonstration zieht ein Block Militanter in Richtung Rathaus. Zitronensaft gegen Tränengas. Wer hier mitläuft, weiß, dass es Randale gibt und will wenigstens als Zuschauer dabei sein. Es sind sicher an die 1000 Menschen, viele von ihnen aus dem Bundesgebiet, die der Polizei heftige Kämpfe liefern. Ist Klaus-Jürgen Rathey. Ja, ich bin nach Berlin gekommen, um mich einfach daran teilzunehmen an der Hausbesetzung und so weiter, weil mich das so sehr interessiert sogar, und ich bin aus der Gesellschaft ausgestiegen, weil ich keinen Bock hatte, weiterhin zu arbeiten. Und weil mich selbst stinkt, weil man dort mal dauernd unterdrückt wird von anderen Wichsern am Arbeitsplatz vom Meister oder so. Das habe ich auch gar keinen Bock irgendwie zu arbeiten. Ich habe vor der Straße gelebt und ich bin jetzt seit anderthalb Monaten hier. Was ist es, was du hier gut findest? Dass die Leute so zusammenhalten und dass unwahrscheinlich viel gekifft wird, weil das... Ja, das muss man auch mal sagen, weil das, ich finde auch gut, dass eines Tages mal legalisiert wird, der Haschisch war. Ja, ich finde das eben erst rein, wie das hier ganz so läuft hier, und wie die Leute zusammenleben. Hast du Angst vor morgen oder übermorgen, wenn die Räumung sein soll? Ich habe gleichzeitig Angst und ich habe, glaube ich, gleichzeitig auch Mut zu kämpfen. Hunderte von Menschen übernachten in den Häusern, die von der Räumung bedroht sind. Nur ein kleinerer Teil von ihnen bereitet sich auf Kämpfe mit der Polizei vor. Vielleicht ist auch Klaus-Jürgen Rathey unter ihnen. Sie leisten nur passiven Widerstand, das heißt, es fliegen keine Gegenstände vom Balkon oder aus dem Fenster raus. Wir leisten auch keinen aktiven Widerstand gegen irgendwelche Wollwände, die ins Haus reinkommen. Das heißt, wir lassen uns entweder raustragen, wenn es möglich ist, oder lassen uns auch wieder selbst entscheiden, ob er freiwillig geht. Die Polizei bricht den Widerstand auf der Straße schnell. Wer vor den Polizisten davonrennt und eingeholt wird, hat Pech. Diese Beamten ahnen wohl nicht, dass Kameras sie beobachten. Während die polizeiliche Räumung der Häuser ohne Zwischenfälle abläuft, werden an den Absperrungen Steine geworfen. Gefährlich ist das weiter nicht. Wurfgitter schützen die Beamten. Das Haus in der Bülowstraße 99, nicht weit entfernt, wird ebenfalls von der Polizei geräumt. Kurz danach informiert Innensenator Heinrich Lummer vor Ort die Presse. Nun, man sagt hier gelegentlich, wenn schon, denn schon, in einem Aufwasch ist das am besten erledigt. Und nachdem wir so relativ zurückhaltend waren und die Ankündigung vorher gemacht haben, schien es uns richtig und möglich, es auf einmal zu tun. Vor dem Haus versammeln sich damals viele Menschen. In Sprechchören fordern sie Lummer raus. Bedrohlich ist das nicht. Eine gerade eintreffende Polizeieinheit sieht das anders. Der Einsatzleiter gibt den Schlagstock frei. Vor den nachsetzenden Polizisten rennen die Menschen in Richtung Potsdamer Straße. Dort fließt noch der Verkehr. Der 18-jährige Klaus-Jürgen Rathey wird von einem Bus erfasst und tödlich verletzt.
gekommen bin, war hier noch Blut auf der Straße. Die Leute hatten sich gerade hingesetzt, um zu trauern, waren betroffen. War nicht schon die erste Biege voll Blumen gebracht und die Polizei kam und hat die Leute wieder abgeräumt. Und das ging hin und her und hat sich hochgeschaukelt. Und es ging eigentlich darum, haben wir das Recht, hier zu trauern um diesen Toten oder nicht. Und in der Nacht darauf marschieren über 10.000 Menschen schweigend durch die City. Schockiert, betroffen. Da hatte irgendein Polizeiführer den falschen Befehl gegeben. Das Resultat ist ein Toter. Später dann, nach dem Ende des Trauermarsches, folgt der Wutausbruch. Steine, Molotow-Cocktails. Innensenator Heinrich Lummer versteht die Wut nicht. Er sieht keine persönliche Verantwortung für die Ereignisse. Am Anfang dieses bösen Weges der Gewalt standen Steinwürfe, Stahlkugeln, zerschlagene Fensterscheiben und manches mehr. Nicht die Polizei hat die Saat der Gewalt gesät, sondern dies haben andere zu vertreten. In den Tagen danach versuchen einige Zeitungen zu beweisen, dass Klaus-Jürgen Rattay einer der militanten Straßenkämpfer war. Einer, den man fotografierte, sah ihm ähnlich. Sogar im Leichenbegleitschein wird Rattay als berufsmäßiger Chaot bezeichnet. 12 Jahre später sagt Heinrich Lummer dazu: War das so ganz falsch? Stelle ich bescheiden die Frage. Er hat, wie wir nachweisen konnten, Straßenbarrikaden errichtet, angesteckt und sein Lebenslauf war gekennzeichnet von ständigen Demonstrationen dieser Art, ja, richtig. Aber nichtsdestoweniger ist das keine Berufsbezeichnung, die in ein behördliches Formular hineingehört, ganz gleich welcher Art. Aber auch wer nicht auf Gewalt aus ist, muss vorsichtig sein, wenn es nachts in Kreuzberg zu Zusammenstößen kommt. Und ich glaube, dass die wütende Masse erlebt, die ungerecht auf alles und jeden eingeknüppelt hat. Die Polizisten erinnern sich an andere Situationen, Momente, in denen sie um ihr Leben fürchteten. Ich habe eine Situation im Kopf, da war ich mit einer Gruppe abgesprengt in einem kleinen